Genau. Ja, kann ich gerne. Das hast du aber letztes Mal schon gesagt. Also, Anna, erzähl. Sophie Thun präsentiert eine Serie, die heißt After Hours. Das ist ein großer Korpus. Wir sehen eine zweite Arbeit, eine große wandfüllende Arbeit, die sie auf 6 Fotopapierbahnen ausgelichtet hat. Was ein vierfach geschachteltes Bild ist, auf dem sich unter anderem 2 Fotogramme einschreiben. Sie arbeitet immer im Format 1:1, das heißt, auch hier haben wir es jetzt mit einem Großformat zu tun und das Großformat bei Sophie Thun kommt ganz klar aus dem Material heraus. Ich habe zuerst mich im Raum fotografiert mit einer 4x5-Inch Kamera, dann habe ich es ausbelichtet, dann bin ich mit dem ausbelichteten Bild wieder in den Raum, habe wieder ein Foto geschossen und habe das wieder ausbelichtet. Also es waren 2 Fotos und 2 Ausbelichtungen. Also einerseits zeigt das Foto den Raum, wo das Foto aufgenommen worden ist, und andererseits zeigt das Foto die Dunkelkammer. Bei Fotografie war für mich sehr verwirrend, dass man irgendwie diese 2 Prozesse hat, dieses sogenannte Knipsen und das Ausbelichten, aber dass man beim Ausbelichten nicht unbedingt dabei ist. Und ich glaube, deswegen ist bei mir dieses Ausbelichten zum Hauptbestandteil der Arbeit geworden. Ich habe sehr klassisch gemalt, so Ölmalerei auf Leinwand. Und bei der Malerei war dann die erste Entscheidung immer die Größe vom Bild. Und dann, während man malt, entsteht das Bild. Ich versuche eben so wie bei der Malerei zu arbeiten, also dass das Format die erste Entscheidung ist, indem es Kontaktabzüge sind. Ein Fotogramm ist sowieso 1:1 groß und der Träger ist dann auch in 1:1 ausbelichtet. Sie verwendet nicht nur einfach die analoge Fototechnik, sondern es ist quasi ein medienreflexiver Blick auf das Medium, mit dem sie eben jeden Tag umgeht. Sophie Thuns Arbeiten kann man im Kontext des sogenannten Analog Turn beschreiben. Das ist ein Begriff, den man vielleicht ungelungen finden kann, der aber eine sehr gute Klammer, glaube ich, gibt für die sogenannte Wiederkehr des Analogen im digitalen Zeitalter. Es ist ja nicht mehr notwendig, Fotografie auszubelichten, so wie früher. Also vielleicht gibt es deswegen diesen Analog Turn, weil ein Großteil der Fotografie funktioniert ja jetzt über Telefone oder Computer. Ich arbeite als Technikerin für Fotografen, also so Filmentwicklung, Chemiemischen, Kameratechnik, so Zeug. Eben für Leute, die auf Großformat arbeiten. Und da habe ich immer die Kamera mitgenommen und in den Hotelzimmern nach der Arbeit diese Serie gemacht. Und damit hatte ich mehr aus den Jobs, weil diese Künstler haben dann quasi meine Ateliers gezahlt, also diese Hotelzimmer. Ja. Daher kommt der Titel auch. Ihre Arbeit ist definitiv in einem Kontext verhaftet, der eben aus der Kultur und Kunstgeschichte kommend die Rolle der Frau befragt, indem sie zum Beispiel dort ja sich in 2 verschiedenen Posen inszeniert, die sehr klar in einem erotischen Kontext verhaftet sind. Man kann sie eigentlich als eine gedoppelte Figur beim sexuellen Akt lesen, den sie quasi mit sich selber als 2 Figuren vollzieht, ne? Und da drin dann eben eine dominante und eine defensive Rolle einnimmt in der gleichen Figur. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du am liebsten?